Sehr ganz nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Vlog bzw. Transfer-Talk bzw. irgendwie sowas in der Richtung. Ihr fragt euch gerade, was ist denn jetzt los? Warum haben wir so eine komische Perspektive? Wo ist dein charakteristischer Arm? Nicht an der Kamera. Ich habe mir ein kleines Stativ gekauft, das aber eigentlich gar nicht für diese Vlogs ist. Und was eigentlich auch zieht, also dieses Stativ ist so groß, ja, es ist eigentlich nicht schlecht. Es ist auch recht stabil. Aber eigentlich für Vlogs geschaffen, weil normal müsste ich die Kamera so ein bisschen beugen und dann würde man meinen Kopf nicht mehr sehen. Und so ist es gerade schon sehr instabil. Aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich heute keine Arme habe, beziehungsweise Arme habe und nicht nur einen, der andere hängt an der Cam. Deswegen könnte ich jetzt charakteristisches Doppelpiece machen. Wer jetzt weiß, wer gemeint ist, ja, schreibt es nicht in die Kommentare, bitte. Ja, worum möchte ich heute reden? Ich möchte heute einen Vlog machen. Warum möchte ich einen Vlog machen? Es ist ein bisschen was passiert auf dem Transfermarkt, es passiert ein bisschen was in der Welt des Fußballs und darüber muss man reden und geredet haben. Zunächst einmal geht es natürlich gleich wieder um Hannover 96, dann geht es nochmal so ein bisschen um den Weltfußball und ja, ansonsten war es das eigentlich auch schon, was man dazu sagen möchte. Ich möchte auch noch kurz über die Wahl zu Europas Fußball des Jahres reden. Ich bin gespannt, wer es da werden wird. Aber dazu kommen wir gleich, dazu kommen wir gleich. Erstmal geht es ganz kurz um Hannover 96. 96 hat jetzt nochmal zwei Transfers gemacht. Und zwar einmal den guten Niklas Füllkrug vom FC Nürnberg geholt. Lücke, der ja bereits in Hannover bzw. in Ricklingen gelebt hat und sich dementsprechend mit der Region identifizieren kann und mit dem Verein identifiziert und so weiter und so fort, was echt cool ist. Sané soll gehalten werden, die haben sich jetzt mit den Beratern, was mal wirklich ein Fortschritt ist, auf die 10 Millionen Ausstiegsklausel verständigt und sie haben Martin Harnik geholt. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, bei Füllkrug bin ich relativ so, ja man, guter Transfer, kennt die zweite Liga, hat da viele Tore gemacht, ist jung, hat Entwicklungspotenzial und so weiter und so fort. Harnik ist noch ein Stürmer. Ich weiß nicht, wozu wir noch einen Stürmer brauchen, weil eigentlich haben wir genug. Wir haben Benchop, wir haben Guy, wir haben Sobek, wir haben Füllkrug. Ich bin davon ausgegangen, wir spielen mit einer Spitze, wir spielen anscheinend mit zwei. Aber dann haben wir noch Karaman, Wolf, Bech und Sarin Basé, die das alle auch begleiten können, auch wenn Basé eher Flügelspieler ist. Bin ich mal gespannt, was für einen Plan Stendl da verfolgt. Aber bisher waren die Tests ja sehr gut, von daher möchte ich mich da gar nicht beschweren. Harnik ist aber ein Spieler, er ist ablösefrei gekommen, das ist positiv. Er hat Erfahrung, das ist auch positiv. Er ist ein Kämpfer, das ist auch positiv. Letzte Saison war halt scheiße bei Stuttgart. Alle lachen so ein bisschen, geht nach Hannover, Bader und so. Über Bader wird sich sowieso nur lustig gemacht, obwohl er extrem geile Transferperiode bisher gemacht hat. Also von daher, ja, die Häme ist irgendwie unangebracht, aber gut, wenn man halt so ein bisschen, wenn der Stachel oder die Wunde tief sitzt bei den Nürnbergern, dann soll man sich darüber lustig machen. Von mir aus, mir soll es egal sein, ich finde die Arbeit gut und ich finde bisher super, was bei 96 passiert. Harnik auf jeden Fall ein Spieler, der überraschen kann, der in der zweiten Liga auch mal 30 Spiele und 13 Tore gemacht hat. Die Liga dementsprechend ein bisschen kennt, auch wenn er länger nicht da war. Bei Stuttgart immer zu den Leistungsträgern gezählt hat, nur letzte Saison halt scheiße war, aber das muss ja nichts heißen bei 96. Gerade in der zweiten Liga könnte er wieder ein bisschen aufblühen. Bin gespannt, welche Position er bekleiden wird, ob vorne drin mit Füllkrug spielen wird, ob er auf den Außen spielen wird dann und vorne drin Füllkrug und Sobek oder Füllkrug und Guy oder Füllkrug und Benchop. Gibt so viele Optionen. Hat Füllkrug auch sehr sympathisch gesagt im Ankündigung bzw. in der Vorstand als Pressekonferenz. Wenn ich scheiße spiele, werde ich auch nicht spielen. Oder wenn ich scheiße trainiere, werde ich auch nicht spielen. Sehr sympathisch finde ich nämlich genau, das ist die richtige Einstellung. Also hau dich rein, Junge. Hat dazu meine Lieblingsrückennummer, der Kollege mit der 24, die ehemalige Rückennummer von Christian Panda. Und ja, dementsprechend zwei sehr coole Transfers auf jeden Fall. Dazu die gute Nachricht, dass Hané wahrscheinlich bleibt. Er sieht alles sehr, sehr gut aus. Ein Verteidiger braucht 96 noch, aber da werden wir die nächsten Tage eventuell noch was hören. Die beiden Sachen, also gut, Füllkrug war länger in Medien, aber Harnik war ja komplett im Hintergrund und von daher bin ich gespannt. Sieht aber alles ganz gut aus und wo es noch gut aussieht, ist momentan auf Schalke. Denn Schalke hat sich ja mit Biel, Donald und Bodo eines der größten Talente Europas gesichert und es winkt ein Geldregen, denn sowohl Bayern München als auch City sind extrem interessiert an Leroy Sané. City ja sowieso schon und Bayern war jetzt auch zumindest gerüchteweise aktiv. Sie haben jetzt angeblich gesagt, wir verzichten auf Verpflichtung von Sané, auch wenn Robben verletzt ist. Aber man weiß es trotzdem noch nicht so ganz genau, ob man dem ja quasi trauen kann, was man da so hört. Nichtsdestotrotz, 45 bis 60 Millionen für Sané von City wäre ordentlich. Damit könnte man nochmal gut einkaufen. Und so stark finde ich Sané momentan noch nicht, dass er so viel Geld wert wäre. Er hat gute Ansätze, er hat definitiv Talent bis zum geht nicht mehr. Er spielt auch richtig krass. Aber mir ist er teilweise noch ein bisschen zu unkonstant. Da muss noch ein bisschen was passieren und ich bin gespannt, ob das passieren wird und ob sie das hinkriegen. Aber wenn, dann sieht das auf jeden Fall sehr gut aus. Übrigens, ganz kurz nochmal dazu. Ich bin am Donnerstag beim Training von 96 und zwar um 10 Uhr morgens auf der Mehrkampfanlage. Ich werde da ja, ein bisschen rumchillen, werde mir das Training angucken, werde mir danach ein bisschen die Spieler nochmal schnappen. Das heißt, wenn ihr Fragen an die Spieler habt, die ich diesmal stellen kann eventuell, was einfacher wird, haut sie in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Ich bin heute sowieso auch in Hannover.
Aber das ist eine andere, das ist eine bisschen geheimere Mission noch. Also auf jeden Fall Fragen rein, wenn ihr welche habt. Und sonst, ja, sehen wir uns eventuell da beim Training für die Leute, die aus Hannover kommen und sowieso da eventuell hin wollten. So, ja, das zum Thema Sané, bin ich gespannt, was da passieren wird. Pione Sisto, der ist momentan bei Köln auf dem Zettel, den kann man eventuell auch. Der ist von, wo spielt denn der nochmal? Midtjylland, genau, Midtjylland war der sehr, sehr stark in der Vergangenheit, ist ein großes dänisches Talent. Sehr, sehr schnell, schussstark und so weiter und so fort. Und angeblich ist Köln jetzt an den dran. Allgemein gibt es sehr, sehr viele interessante, talentierte Transfergerüchte in der Bundesliga. Einmal Paredes, der eventuell zu Schalke geht, von der Roma aus. Dann ein Halilovic, an dem der HSV interessiert ist. Es sieht sehr, sehr cool aus für die Bundesliga. Die könnte sehr nice werden. Schade, dass 96 mehr drin spielt und ich die ganzen Spieler, die ich im Stadion sehen werde. Aber nichtsdestotrotz sieht das momentan sehr gut aus. Und ich bin gespannt, was allgemein aus so einer Bundesliga und zweiten Bundesliga geht. Klose eventuell zu Lautern. Da haben sie jetzt zurückgerudert. Also Gries, wer auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Vorstandschef, naja gut, okay. Ansonsten gibt es noch Gerüchte beispielsweise um Schürrle natürlich. Geht er jetzt tatsächlich zu Dortmund oder nicht? Holt sich Dortmund vielleicht Jesse Rodriguez? Der ist jetzt auch im Gespräch. Ist alles noch in den Sternen, aber gut. André Gomes, Real will den jetzt wohl haben für 50 Millionen, nachdem er Pogba wahrscheinlich für 128 Millionen zu United geht, will jetzt Real 50 Millionen für Gomes ausgeben, was auch auf jeden Fall ein adäquater Ersatz wäre, weil der auch Talent hat und sehr, sehr gut spielt und die Liga halt schon kennt. Bin ich gespannt. Allgemein, der Transfermarkt kommt so langsam wirklich in Schwung. Wir gehen Richtung August, wir gehen Richtung letzter Monat und es wird noch einiges passieren. Und bisher sind die Transfers, finde ich, schon mal ganz geil. Gini Wijnaldum geht das wahrscheinlich zu Liverpool. Liverpool macht sowieso gute Transfers. Ragnar Klavan eventuell auch von Augsburg. Und ja, ich bin gespannt, was noch passieren wird. Schreibt mir eure Wunschtransfers oder was ihr noch glaubt, was groß passieren wird, in die Kommentare. Und damit kommen wir nochmal ganz kurz zur, ja, Nachricht, wer wird Europas Fußballer des Jahres? Die Abstimmung, da ist Will Griggs tatsächlich vor Spielern wie Kevin De Bruyne, was ich gar nicht verstehen kann, weil De Bruyne war mit Belgien nicht so schlecht oder für Belgien sehr wichtig und bei City auch extrem wichtig, weil als De Bruyne verletzt war, ging bei City nicht viel. Der hat eine sehr starke erste Saison gespielt da drüben bei City und deswegen schade eigentlich, dass der so wenig gewertschätzt wird, aber er war halt auch lange verletzt, deswegen kann ich schon nachvollziehen, er hat nichts gewonnen und dementsprechend, ja, Will Griggs auf jeden Fall auf dem 25. Platz, mal sehen, was da noch geht. Ronaldo, Suarez und so weiter und so fort sind alle in den Top 10, das heißt, alles die Top-Kandidaten. Ich bin der Meinung, es wird sich entscheiden zwischen Messi wie immer, Neymar, Suarez, Griezmann und Ronaldo. Das heißt nur Spielern aus der La Liga. Natürlich hat Ronaldo das mit dem Champions League-Titel und der Europameisterschaft sehr, sehr große Referenzen, ja, beziehungsweise sehr, sehr große Titel gewonnen, die auf jeden Fall ihm helfen können. Ronaldo wird es wahrscheinlich auch werden, aber Griezmann hat eine richtig krasse EM gespielt, eine richtig krasse Saison gespielt, gute Champions League-Saison. Er hätte es verdient, aber er hat nichts gewonnen. Wird schwierig. Messi hat die Copa nicht gewonnen, Messi hat die Liga aber gewonnen, aber da war Suarez in meinen Augen stärker als Messi. Dementsprechend müsste man, wenn ein Barca-Spieler ist, würde eher Suarez den Titel da geben. Suarez hat auch die Copa nicht gewonnen, hat nur die Liga gewonnen, aber ist da auch Torschützenkönig gewonnen, hat eine kranke Saison gespielt. Also ist auf jeden Fall spannend. Findet ihr, dass einer dieser fünf, die ich gerade genannt habe, das werden sollte? Oder denkt ihr noch, irgendein anderer könnte es werden oder sollte es werden? Dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Vielleicht so einer wie beispielsweise ein Lewandowski oder sowas. Ich bin gespannt. Ich bin da komplett offen und komplett auf eure Meinungen und Vorschläge gespannt. Und von daher würde ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen, 8 Minuten gequatscht, reicht auch schon wieder. Wir sehen uns eventuell am Donnerstag beim Training. Ansonsten kommen die nächsten Tage noch Videos und Vlogs eventuell auch. Und also Vlogs sowieso. Es gibt noch einmal aus Gran Canaria ein und aus vom Training dann, aber es geht ja für mich am 23., also am Samstag geht es ja für mich nach Malta schon, von daher muss ich mal schauen, wie das alles klappt, aber wird schon werden, da habe ich auch WLAN und so, also gar kein Thema, vielleicht mache ich auch Fußballvideos, ich habe jetzt ein Stativ, vielleicht ein kleiner Fingerzeig, müssen wir mal schauen, aber bis zu diesem Zeitpunkt oder bis zum nächsten Vlog oder Video verabschiede ich mich jetzt einmal, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinungen in die Kommentare rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, bis dann, wunderschönen Tag noch, macht's gut, haut rein und ciao.